Andi Ogge ist offensichtlich total einverstanden mit dem, was Franco Foda gemacht hat. Du hast im Podcast auch angesprochen, dass man keinen reaktiven Trainer suchen würde. Vielleicht für die Zuschauer, was meinst du damit genau? Ich glaube, das ist auch das, was der Florian Klein eigentlich ins Rollen gebracht hat. Peter Stöger hat bei seinen Erfolgen, die er gefeiert hat, einen eher reaktiven Fußball spielen lassen, also eher, sage ich mal, tief verteidigt und dann mit schnellen Kontern. So war es bei der Austria, als er Meister geworden ist, so war es in Köln, wo er sehr erfolgreich damit war, so war es dann auch in Dortmund unter anderen Voraussetzungen. Und das, was reaktiv und aktiv was gemeint ist, ist ganz einfach, dass eben auch im Spiel ohne Ball oder gegen den Ball sehr viele Spieler in Österreich, diese Spieler, man redet von Red Bull DNA, aber auch sehr viele Clubs in der deutschen Bundesliga, die nichts mit Red Bull zu tun haben, spielen schon so ohne Ball und in Österreich auch schon Sturm Graz, der LASK etc. einfach sehr aktiv, aggressiv nach vorne verteidigt, also dieses Pressing praktiziert. Und das war beim Peter Stöger in seiner Trainerkarriere bisher nicht zu sehen und das ist eben der Punkt, der eben diskutiert wird. Aktiv. Ist es so? Ist es eure Beobachtung auch, die ihr gemacht habt? Bis zu einem gewissen Grad muss ihm natürlich recht geben, aber es wäre auch vermessen gewesen, als Trainer von Köln hoch zu attackieren, ja, okay, weil da rennst du jede Woche in der Siemerschleife rein. Das ist dann auch nicht leibend, weil du bist genau 3 Wochen drin und dann bist du weg. Also du musst dich schon ein bisschen auch der Liga anpassen und musst da wissen, was kann ich mit meiner Mannschaft spielen. Und ich glaube, dass der Peter schon ein Trainer ist, der sich den Gegebenheiten sehr schnell anpassen kann und auch dieses hohe Pressing spülen kann und auch spülen lassen würde, wenn er das Spülermaterial dazu hat und wenn der Gegner es auch zulässt. Also eher, natürlich, wenn er gegen einen, schauen wir uns ja an, was haben wir jetzt, es kommt, glaube ich, Kroatien und Frankreich, Dänemark, ob du da mit hohem Pressing gut beraten bist, das wage ich zu bezweifeln. Ne? Ich könnte als Gegenbeispiel nennen, Salzburg presst gegen Sevilla hoch und gewinnt. Ja, weil sie haben gegen die Bayern und auch hochpresst, gell? Ja. Dann hat's gegeben, da ist sich dann halt nicht mehr ausgegangen. Es tut heute noch weh. Du musst dich halt auch einfach schauen, welches Spielermaterial hast. Ja. Und dementsprechend musst du spielen können. So flexibel muss das Trainer sein. Wenn du jetzt als Teamchef kommst und meinst, du musst dir deine Philosophie reinpressen, glaube ich, ist das eher fehl am Platz. Vor allem genau, das Wichtigste ist, dass du glaubwürdig für die Spieler bist. Dass die Spieler, die das heutzutage vielleicht noch viel mehr als früher, dass die Spieler, die das glauben, die Philosophie, die du ihnen mitgibst. Nochmal, egal was für Trainer das ist, entscheidend ist, wie verkaufe ich als Trainer meiner Mannschaft meine Spielphilosophie oder meine Spielanlage oder Taktik und wie sehr nehmen sie mir so, wenn die an das glauben, dann funktioniert das. Da liegt der Hund begraben, Ende der Durchsage. Je besser ich es als Trainer umbringe, umso besser werden sie es umsetzen.